Hallo und herzlich willkommen bei Aquadozo. Das ist der Philippe, ich bin der Nils und wir haben heute ein richtiges Schmankerl für euch. Heute ist es soweit. Was gibt es denn? Ja, pass auf, was sage ich dir? Wir sind nämlich der tatsächlich erste europäische Fachhändler. Wir, offiziell. Also wir? Wir. Okay. Ja? Ja. Der Altum Nature Systems Aquarien aus den USA im Sortiment hat, um genau zu sagen, aus Kalifornien, aus dem schönen Kalifornien. Alter Vater. Ja, und wir haben hier mal einen kleinen Ausschnitt. Ich habe gerade schon geguckt, das ist schon nice, sehr schön, schick ne? Ja. Also die Besonderheit ist, es ist ja alles Weißglas. Sexy. Ja, mit einem sehr, sehr geringen Eisenanteil, also auch hochwertiges Weißglas. Also sehr brillant. Ja, also hat wirklich wenig Filtrationsfläche, wie jetzt, sag ich mal, beim Floatglas, wo ja doch ein bisschen mehr Licht geschluckt wird. Mhm. 45 Grad Gärungsschnitt. Ja, wollte gerade sagen, ich habe da gerade geguckt. Mhm. Kennen wir ja von einem anderen deutschen Hersteller mittlerweile auch. Ja, ne? Aber auch schick, aber ja. Schick. Vorne Frontlogo im Glas geätzt, mit einem Laser allerdings gemacht. Ach, also sieh schon. Nicht klassisch geätzt, sondern mit einem Laser. Also im Glas ist das. Ja, das können wir gleich auch nochmal auspacken. Geil, cool. Und gibt es in ganz vielen verschiedenen Maßen. Das ist wirklich toll und auch preislich attraktiv. Ist so ein bisschen unterhalb von ADA einsortiert, ist also bezahlbar. Oh, okay. Und es sind wirklich ganz, ganz tolle Aquarien dabei. Also ich sehe schon, also verarbeitungsmäßig schon sehr sauber, Verpackung. Kann was, ne? Es kann was, ne? Also wir können mal mit euch gemeinsam das Sortiment durchgehen. Für uns ist auch alles komplett neu, aber es ist wirklich spannend und wir haben da richtig Bock drauf. Hast du dich schon informiert, ne? Ich merke das schon. Du hast da richtig Plan von. Hat er, genau. Und zwar, wir sind jetzt hier mal auf der Homepage von dem Hersteller. Und da haben wir dann auch die Übersichtsgrößen. Und hier seht ihr auch nochmal hier dieses eingelaserte Symbol im Glas, finde ich immer wirklich eine schicke Geschichte, sieht einfach nochmal edel aus. Laser, Logo. Ist ja total Laser, wie du abgehst. Boah. So, da fangen wir mal an. Genau, da sind also verschiedene Aquarientypen. Es gibt also einmal rahmenlos sind die alle, sind also alles Poolbecken, rahmenlose Würfelaquarien. Interessant. Genau, also symmetrische. Mhm. Ich hole mal eins hier. Ach, guck mal, symmetrisch, also wie gesagt, alle Seiten gleich, ne? Also Würfel. Genau. Würfel. Cube, Würfel. Genau, also das ist wie gesagt auch von der Polierung her top. Wir können es ja euch mal ein bisschen hier in die Kamera halten, dann können wir vielleicht auch nochmal genauer uns anschauen. Ja, transparentes Silikon, sehr hochwertig gemacht. Ja, es gehört ja mittlerweile dazu zu Weißglas, genau. Ne? Verklebung ist aber optisch sehr also gut. Also mega sauber, also ich sehe auch keine Luftanschlüsse, nee. Ist richtig schön gerade abgezogen. Klar, gibt Hersteller. Kann auch mal eine Luftblase drin sein. Ne? Also, hochwertige Haarschnitt, wo es noch sauberer gemacht wird. Aber das ist tatsächlich, das ist schon mit in den obersten Klassen mit dabei. Das finde ich auch. Und zu dem Logo, was da drin eingelasert wird, kannst du mal festhalten. Da ist auch die schöne Unterlichtmatte. Genau. Hier ist ja das Logo. Und bei dem Logo ist es so, ihr könnt natürlich, wenn euch das stört, auch die Seite umdrehen. Dann habt ihr das natürlich auf der Rückseite liegen. Aber es ist schon wirklich ganz schick. Und es ist so gemacht, dass es wirklich im Glas drin ist. Also man kann es hier haptisch nicht fühlen und auch von innen fühlt ihr es nicht. Bedeutet also auch, da wird sich kein Schmutz oder irgendwas festsetzen. Das bleibt also immer so schön, wie es da ist. Die Unterlichtmatte hat auch dieses Labeling. Oh super, guck mal. Die nice Matte. To have. Aber, die Unterlichtmatte ist schon perfekt, perfekt zugeschnitten. Also die sitzt genau richtig. Also die meiste Unterlichtmatte musst du immer nachschneiden, wie bei ADA. Mhm, genau. Aber die sitzt wirklich perfekt. Das ist eine schöne, stramme Matte, muss man wirklich sagen. Die sitzt gut. Mhm. Und die ist eben auch dabei. Das ist, wie gesagt, auch ein Vorteil, ne? Wenn du überlegst, was manchmal diese kleinen, einfachen Matten kosten. Ja, definitiv. Blaue Aquaristik hat das ja, glaube ich, auch. Da sind auch Matten bei, aber das ist so vom Thema her, ist das echt eine Kategorie drüber. ADA zum Beispiel hat jetzt noch diese Metallwinkelchen mit bei. Die haben natürlich dann keine Unterlichtmatte. Also, finde ich gut. Genau, diese, was du gerade sagtest, diese Halterung quasi hier oben, um dann eine Abdeckscheibe drauf zu machen, die gibt es von dem Hersteller tatsächlich auch optional. Das kann man einzeln kaufen. Ach, schick. Wir haben sie, glaube ich, noch nicht im Sortiment, kommen aber. Die Aquarienauswahl ist riesig, das muss man wirklich sagen. Ich habe da gerade schon was gesehen, ne? Das steht hier so an der Seite. Mhm. Das ist schon erotisch. Ich würde sagen, wir ackern uns einfach mal ganz stumpf durch dieses Sortiment durch. Das sind diese symmetrischen Würfelaquarien. Da habt ihr Aquarien von 16 cm. 16? 16, genau, also wirklich ganz klein. 16 cm. Krass. Bis 40 maximal, also 40, 40, 40. Macht am Ende 4 Liter bis 62 Liter, glaube ich. Müsste so um den Dreh passen. 4 Liter? Mhm. Das ist ja mal richtig Nano. Das ist klein, aber auch Nano gibt es noch. Bei den Nano-Aquarien ist es so. Das ist überschaubar. Genau, da gibt es zwei Modelle, das 3N und das 5N. 11 bis 15 Liter, 31 bis 36 cm Breite. Das wäre diese Serie hier.
Also schon eine ganz nette Größe. Geht so ein bisschen in dieses, ich würde sagen, so Mini-M in die Richtung. Ein Tick größer. Mhm. Ja, aber so grob diese Richtung. Das wäre diese also hier. Eher so ein klassisches Maß, ne? Von der genau. Form. Ausstattung wieder absolut gleich. Unterlegmatte. Genau. Okay. Danach gibt es die Standard-Aquarien. Da wird es schon spannend, weil bei den Standard-Aquarien haben wir wirklich eine enorme Bandbreite an verschiedenen Größen. Beim Standard-Aquarium haben wir jetzt hier Größen von 45 cm bis 1,80 m. Okay. Ja. Das heißt, also bis fast 600 Liter kannst du da kriegen als Glas-Aquarium, als Pool-Aquarium. 15 mm Glas dann in dem Fall. Haben? Ja, da kriege ich eins. Können wir darüber mal knobeln. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Aquarien auch schon auf Lager. Die ganz großen momentan auf Bestellung. Aber wir haben richtig, richtig viel auf Lager genommen schon mal. Dann haben wir als nächstes diese schönen Aquarien. Und da kommt gleich auch ein Special dabei, was euch der Philippe zeigen wird. Der hat sich nämlich schon verliebt, würde ich sagen. Shallow Rimless Aquarium. Also in dem Fall hier die flachen, randlosen Aquarien. Da gibt es ganz viele Modelle. Das ist das untere, ne? Genau. Ah, das ist auch schon sehr cool, ne? Kannst du schon fast als Pflanzschale ja, nehmen, ja, so ne? Wabikusa-Style und sowas. Da kannst du richtig tolle Sachen auch aufbauen und die aus dem Aquarium rausgucken. Mhm. Technik nicht so viel Platz, aber du kriegst da... Ja, Technik wird schwierig bei der Größe. Aber du kriegst da was hin, also... Genau, die flachen, randlosen Aquarien gibt es von 8 Liter bis 257 Liter. Also wirklich von klein bis 1,20 Meter. Ach, diese flachen Dinger gibt es auch so lang? Bis 1,20 Meter. Boah, das ist schon nice, ne? Ich sehe schon, es gefällt dir. Also, ich weiß auch, wie manche Kunden reagieren werden. Also, das flache Thema ist momentan, da gibt es immer mehr, die da richtig so heiß drauf sind. Ne? Ich bin total bei dir. Boah, und dann gibt es noch dieses hier, das Tall Rimless Aquarium, also das entsprechend hohe, große. Da haben wir es so, das ist dann eins nur mit 6 Litern. Und das ist 16, 16, 24, das ist das Schätzchen hier. Das erinnert mich sehr an diese Neoglas-R-Geschichten von Doha. Ja. Ne? Also so säulenartig. Genau. Da gibt es allerdings tatsächlich nur ein einziges von. Wie? Da gibt es nur eins von? Ja, das 16T. Ach, da gibt es nur eins von? Genau. Okay. 4 Liter nur, ne? Ja. Ihr müsst beim Kauf der Aquaren ein bisschen drauf achten. Die verwenden bei der Verpackung oft dann Deckel, die eine Multibeschreibung haben. Ihr habt schon gerade gesehen, ne? Auf einer Seite steht 4 Liter, genau. Auf anderen steht 6 Liter, aber sind andere... Hier steht jetzt 16C, da steht 16T, weil die natürlich, das ist natürlich auch umweltfreundlich und schlau gemacht. Ach, guck mal hier. Da können die quasi einen Deckel für mehrere Aquaren nutzen und man muss dann quasi schauen, welches es ist. Normalerweise wird es angehackt, das ist jetzt bei denen nicht der Fall. Aber wie gesagt, da ein bisschen drauf achten. Nicht, dass man denkt, oh, da steht jetzt 5S, man greift das und zu Hause stellt sich raus, das ist 5N. Ist ja auch noch was Neues. Ne? Da muss man, ne? Wir müssen uns auch noch ein bisschen reinfuchsen in dieses Sortiment, weil es wirklich ist groß. Es sind 26 Aquaren, meine ich, in Summe, die man von den Größen her aktuell bekommen kann. Das ist ja schon eine Ansage. Das ist schon. Ist schon gut, ne? Da ist bestimmt für jeden was mit bei. Und jetzt haben wir ja ein Aquarium übersprungen. Oh ja. Oh ja. Eins haben wir übersprungen. Oh ja. Das Long Rimless Aquarium. Warte, ich hole das mal. Lange, randlose Aquarium. Also wie gesagt, Philippe hat sich, würde ich sagen, verliebt. Da ist es. Oh, das ist so toll, ne? Das ist so toll. Ja, guck dir das lange Teil hier an, ne? Und so schön schmal. Also ich finde es richtig gut. Ich hab da ja so einen Flur, ne? Mhm. Da würde das reinpassen. Das ist toll. 90 cm lang. 90 cm lang. Und von den Baumaßen her eben hier wirklich ganz wenig Tiefe, eine moderate Höhe, aber dann diese Länge. Ich muss das nochmal sagen, poliert und auf Gärung geschnitten, das ist geil. Ja, aber auch wie gesagt, dieses Maß, das hat mich auch gekillt. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Und ich sag mal, gestaltungsmäßig, ne, wenn du die brauchst nicht sagen, aber da so eine... So ein kleiner Flusslauf, geil. Eine schöne Wurzel, die da irgendwie so rein verläuft oder so. Es juckt in den Fingern, sagen wir es mal so. Ja, das ist toll. Mhm. Altem Nature Systems hat auch noch viele andere Produkte. Die werden aber nach und nach erst nach Europa kommen. Wir werden sicherlich da auch noch einige andere erhalten. Aber ich sag mal, damit ist das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist schon ein richtig guter Anfang. Also die Aquarien sind richtig. Genau. Ist geil. Ist ein Vollsortimentler. Das ist ganz spannend. Also die haben wirklich von CO2-Technik bis hin zu Zollböden, haben die alles Mögliche im Programm. Aber wie gesagt, die Aquarien war jetzt der erste Schritt. Aber wir waren die Ersten. Also das wir müssen ja auch noch bedenken, das ist ein Importprodukt. Ne? Ja. Und was ist relevant? Was gibt es schon am europäischen deutschen Markt? Ja. Ich wollte gerade sagen, also wir brauchen ja nicht den 5. Wasseraufbereiter, nee. Wir brauchen nicht den 40. Filter. Aber mal neues Maß. Aber so ein neues Aquarium, was anders verarbeitet ist. 40 Grad. Das ist super. Super. Genau. Super. Ja, wo bekommt ihr diese schönen, tollen, neuen Aquarien her? Natürlich bei uns, Aquarizoo. Genau, hier sind wir. Ansonsten ist es so, auch für die Händler vielleicht unter euch, die sich so ein Video mal angucken, die Firma European Aquaristics
Jörg Buhlmann, dort findet der Import statt. Das ist der Distributor hier. Der Dealer? Der Dealer. Geil. Der Dealer mit dem heißen Scheiß. Ah, der Jörg hat schon coole Sachen, hat er. Sagen. Genau, also wie gesagt, das ist wirklich ganz, ganz klasse. Und da können wir wirklich gespannt sein, was noch in Zukunft kommt. Wir sind heiß. Also heiß auf. Ja, nachdem, was ich hier gesehen habe, ich bin richtig heiß. Ja, das wissen wir sowieso. Ich glühe. Ja, ich auch. In diesem Sinne, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr deckt euch vielleicht mal ein mit so einem schönen Aquarium von Altum Nature Systems. Ich gehe dekorieren, tschüss.